So, den fahren wir erstmal rückwärts. Oh, oh, Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Okay, das Auto ist kaputt. Das heißt, ich muss jetzt wieder woanders hin. So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. Ich spiele die Story weiter, falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go. So Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Gaming-Kanal der Welt, wo Gaming groß geschrieben wird. Ich muss ein bisschen mit dem Auge zwinkern. Nicht alles so ernst nehmen, wenn ich was sage. So. Genau, was machen wir denn heute? Beziehungsweise, was machen wir erstmal jetzt? Wir haben ja so viel Zeug hier noch offen. Wir machen jetzt erstmal das hier, weil wir diese Braut brauchen, sage ich jetzt mal. Diese Frau, weil die da krasse Kontakte hat. Und als erstes muss ich mal die Karte aufmachen. Junge, ich muss immer bis zum Arsch der Welt fahren. So. Den können wir natürlich auch gleich eigentlich mitnehmen. Was war das hier nochmal? Neue Mission. Sagt mir gar nichts. Gut, ich fahre erstmal da und dann können wir den auch gleich mal aktivieren. Ich brauche trotzdem ein Auto. Oder ein Moped oder irgendwas. Normalerweise standen die doch hier immer so groß. So groß. Aufhören? Der hat den kaputt gehauen. Ich mische mich da jetzt mal nicht ein. Ist das ein Polizeiwagen? Kann ich mir den nehmen? Nicht so aus. Ich brauche irgendwas zum Fahren. Irgendwas. Moped. Das sind irgendwelche Polizeiautos, oder? Ja, und die stehen natürlich hier überall rum. Die Polizisten. Ich brauche eine Karre. Und das schnell. Das gibt's doch nicht, dass hier nirgendwo irgendwas rumsteht. Normalerweise sind doch hier immer die Roller und alles. Mich würde interessieren bei Watch Dogs, wie viele Leute da in der Entwicklung dabei gewesen sind. Das würde mich mal interessieren. Drohnen, Drohnen, keine Mopeds, nichts, Autos, nichts. Das ist ein automatisches Auto gewesen, Alter. Das war ein automatisches Auto, da war gar keiner drin. Lui. Gut, dann habe ich jetzt ein Auto. Ist mir ja auch wurscht, was das für ein Auto ist. So, wir aktivieren jetzt erstmal den Typen da hinten. Oder? Ja, nee, brauchen wir nicht, ne? Können wir jetzt mal vorbeifahren. Ich glaube, der verschwindet ja nicht. Wir fahren jetzt erstmal dahin. Und schauen uns mal an, was wir da so erledigen müssen. Also ich weiß, was ich machen muss. Steht ja oben. Ich soll die Info herunterladen, wegen der Drogenlieferung. Aber das muss man auch erstmal am Handy bekommen. Wobei, sowas ist nicht schwer. Ja, da gehst du hin, machst den Scan und so weiter. Und dann lädst du das herunter. Uiuiuiui. Also dieses Linksfahrding macht mich echt irre. Da werde ich echt irre. So. So, da sind wir auch schon. Da sind wir auch schon. Bin ich schon da? Der Clan Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Anscheinend hat er auch einen Laptop dabei. Vermutlich ist da irgendwo ein Ordner drauf, der Verbrechen heißt. Da ist der Laptop. Zu weit weg. Ich bin noch zu weit weg. Das Problem ist, ich kann doch nicht reingehen. Aber ich kann meinen Dackel schicken. Ich muss ja nur irgendwie nah genug rankommen.
Reicht das noch nicht? Junge, ich bin direkt da drüber. Wo geht's denn hier runter? Da ist noch ein Gegner. Tja, wie kommt man da runter? Indem man da runter geht, ne? Ganz einfach. Auch ein Gegner. Hier geht's runter. So, vorsichtig. Reicht das immer noch nicht? Ich weiß jetzt halt nicht. Aber ich glaube, das sollte passen. So, das nehmen wir auch gleich mit. Ich versuche jetzt mal irgendwie. Gegner, Gegner, Gegner. Ich muss auf jeden Fall da irgendwie hin. Ahnung, kann man noch aktivieren. So. Ich bin eigentlich schon relativ nah dran. Ich verstehe gar nicht, warum der Hack nicht funktioniert. Ich muss mich mal hier irgendwo verstecken und versuchen, über die Camps zu gehen, damit ich dieses diese Tür irgendwie öffnen kann. Das geht da hoch. So, ich mach das gleich mal an hier. Außer Reichweite. Wo ist denn mein... Ja, das ist doch offen jetzt, oder? Hier hält sich jemand für witzig. Ich werde deinen Hackerarsch schon finden. So. Dann lad mal hier runter, das Ding. So macht man das, Leute. So macht man das. So geht man da einfach rein. Laptop so. Abgegriffen. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere. Zack. Ich habe das Moblager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Das kann man ich halt auch leise machen. Hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Soll ich mobben? So, sorry. Und hier ist auch noch der andere. Da gehen wir jetzt gleich mal hin. Moment. Mal hinten rum. Stiehl die in Medikamentenwellen. So, der Kollege da. Den schauen wir uns noch mal an. Ich habe nichts gesehen. Das war gar nicht ich.
Bist Scheißegal. Du Keine Ahnung, was du willst. Du gehörst nicht zu Albion. Gott sei Dank. Sie sind hinter mir her, Bro. Ich bin mir sicher. Bro, what's hey, los? Locker, Bro. Yeah. Vielleicht können wir helfen. Atme tief durch und dann sag mir, was los ist. Ich bin geliefert. Ich habe ein paar Albion-Schläger verfolgt, also ich hatte Gründe, nichts Heikles. Ich habe bloß gesehen, wie sie was Übles getan haben. Sie haben in dem Gebäude ein paar Demonstranten versteckt, gefesselt wie die Heringe. Und sie haben auf sie eingetreten. Völlig irre. Verdammte Scheiße. Heutzutage sind überall Kameras. Scheiß CTOS, Mann. Ich wurde sicher gefilmt da drin. Was, wenn sie sich die Bänder ansehen? Und was, wenn sie es schon getan haben? Ihr müsst die Beweise zuerst in die Finger kriegen. Ihr müsst einfach. Ihr habt was gut bei mir. Okay. Okay. Ich kümmere mich drum. Okay, okay, okay. Gut, dann haben wir noch einen Rekrutant. Nee, wie sagt man denn dazu? Okay, auf jeden Fall soll ich jetzt den Medikamenten-Vent klauen. Der ist... Das ist nochmal einer, Alter. Wo ist denn der Medikamenten-Vent? Alter, schon wie am Arsch der Welt. Neue Mission. Hier geht's richtig ab. So, da muss ich hin. Jetzt muss ich nur gucken. Ich bin ja ein Stückel gelaufen. Was sind denn das eigentlich für Dinger da? Das ist ein automatisches Auto. Den könnte ich mir mal snatchen. Hey, ich habe Vorfahrt. Hallo. Emergency ist das, okay. Bleib drin. Alles im grünen Bereich. So, wir fahren jetzt mal dahin und klauen den Medikamenten-Van. Also so eine... So, da ist noch einer. Sollen wir den gleich mal mitnehmen? Und den nehmen wir gleich mal mit. Wenn wir hier ischen sind. Nee, mit dir will ich nicht gesehen werden. Sie wissen sonst Bescheid. Ja? Entschuldigung. Mit mir will er nicht gesehen werden? Was soll das heißen? Dann halt nicht. Es kann auch sein, dass ich jetzt schon drei aktiviert habe und die erst abarbeiten muss, bevor ich dann einen neuen rekrutieren kann. Das kann natürlich alles sein. Deswegen fahren wir jetzt erstmal da zu den Medikamenten-Van und machen mal eins fertig. Jo. Jo. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Also ich habe ja schon mal so ein Van geklaut, ne? Das war jetzt nicht so schwer. Vielleicht mache ich es diesmal einfach ganz locker aus dem Armgelenk, dass ich da einfach reingehe, das Ding nehme und dann abhaue. Weil letztens habe ich ja wirklich aufgeräumt. Da habe ich ja alles weggerotzt, was da war. Alles. Ja? Und diesmal mache ich es wahrscheinlich so, dass ich einfach reingehe und sage, hey, yo, ich nehme jetzt das Auto und ihr bleibt stehen und ich hau ab. Und ihr bleibt leben. Am Leben. Ne? So werde ich das wahrscheinlich diesmal machen. Vielleicht doch nicht. Mal gucken. Watch Dogs Legion, Alter. Legion. Legion. Legion, wie auch immer. So. Hier sind wir richtig. Ich fahre hier gleich mal durch. So. Gut. Der Van müsste... Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Verstanden. So. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Uiuiui, Alter. Das ist hart. Wo können wir denn hier rausfahren? Da? Da können wir auf jeden Fall rausfahren, aber ich glaube, so einfach werden die es mir nicht machen. Weil hier ist ja alles zu. Hm. Und hier ist noch eine Waffe. Das gibt's doch nicht. Warum kann ich denn da nichts machen? Verraten? So, den fahren wir erstmal rückwärts. Oh. Das Fahrzeug wurde gehackt. Findet den Fahrer. Oh, Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Okay, das Auto ist kaputt. Das heißt, ich muss jetzt wieder woanders hin. Ach, jetzt muss ich den nochmal. Jetzt muss ich den nochmal rekrutieren. Ja, leck mich doch.
Ernsthaft? Muss ich das jetzt normal machen? Kann ich nicht den letzten Speicherstand laden? Ja, das war ein bisschen doof von mir. Gut, ich guck mal, ob ich das schnell und easy hinbekomme. Oder ich muss einen neuen rekrutieren. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt ein ganz anderer Mitarbeiter ist. Tja. So kann's, so läuft's manchmal. Was willst du machen? Ich konnte jetzt auch nicht laden oder so. Das geht ja nicht, oder? Zerstört ist zerstört. Wie weit ist denn das noch? 300 Meter. Das passt schon. So, es könnte auch sein, dass es genau die gleiche Person ist. Da gucken wir jetzt mal. Kann ich hier nicht geradeaus weiterfahren? Ich glaube, das ist genau die gleiche Person und ich muss das Ganze jetzt normal machen. Ich guck mal. Halte jemand das Fahrzeug auf! Was für ein Fahrzeug? Geh mal weg da! Fass mich nicht an. Ist das der gleiche? Ich glaube, das ist die gleiche Person. Wenn es die gleiche ist, dann mache ich mal überspringen. Das ist doch die gleiche Person. Nein, ich bin spät dran. Ich darf keine Zeit verlieren. So. Jetzt haben wir die wieder rekrutiert. Was ist mit dir, Bagley? Am auffälligsten ist eigentlich, dass sie nicht mit Blei an den Füßen auf dem Themsengrund schwebt. Sie hat eine Menge verdächtige Spielschulden und hat die finanzielle Hilfe einer reichen Freundin abgelehnt. Ich kenne keine Spielsüchtigen, die Kohle ablehnen würden. Da ist was faul. Hey, da denkt ja jemand mit. Vielleicht kann uns diese Freundin ihr ungewöhnliches Verhalten erklären. Komme ich denn jetzt hier hoch? Bagley, mach ein Treffen klar. Sprich mit ihrer Freundin über ihre Schulden. Ja. Gut, dann hat sich das mit den Medikamenten erledigt. Alter, was eine Scheiße. Dann machen wir das halt anders. Ne? So, dahin. So, ich muss mal da langfahren. Da liegt ein Toter. Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt die Mucke an, Alter? Können wir doch nicht machen. Kriegt doch jemand einen Strike, Alter. So, wo muss ich denn jetzt lang hier? Ist das richtig? Hä? Doch, geile Karre, Alter. Die hätte ich gerne. Irgendjemand spricht, ich höre es aber nicht. Jetzt schmier auf der falschen Straßenseite, ey. Komplett los. Ach so, das ist irgend so ein Audio-Ding, was da gerade angegangen ist. Wahrscheinlich, was ich schon mal eingesammelt habe. So, da ist ein Polizeiwagen. Also, dass ich hier rumrase, das sehen die natürlich nicht, ey. Mein Gott, ey, warum muss ich unbedingt dieses Ding in die Luft jagen? Scheiße. Weg hier. Alter, wo fährt der mich denn lang, ey? So, dann hier rum. So, und da vorne gibt's dann... ist dann die Freundin, mit der ich sprechen muss. Nachdem ich das Krankenfahrzeug da... Drogending in die Luft gejagt habe. Ich verstehe nicht, warum dann nicht da stand, willst du die Mission nochmal starten? Das hätte mir doch viel mehr geholfen. Als die Geschichte hier, ne? Kann mir das mal jemand erklären? Schreibt's in die Kommentare. Ach, da war sie ja. Moment. Hier. Hallo. So. Dann erzähl mir doch mal was. Hilfe. Was gibt's? Es geht um meine Freundin, oder? Oh Gott, geht es ihr gut? Sie hat sich total übernommen. Ich höre. Sie zerstört ihr Leben mit diesen Glücksspielen. Ich wollte ihr mit den Schulden helfen, aber nein. Jetzt trifft sie sich mit diesen Clan Kelly Gangstern. Sie werden sie umbringen. Uff, ja. Das ist nicht gut, was? Wir schauen uns das an.
Wir schauen uns das an. Unsere unartige kleine Spielerin zu einem Ort verfolgt, an dem es vor Clan Kelly Gangstern wimmelt. Das ja, dann zeig mal. Oh. Was ist das? Ein Relikt? Ist das ein Insider? Keine Ahnung. Gut. Alter, hier fliegen überall Drohnen rum. Ist ja Wahnsinn. Gut, auf ein neues, Leute. Auf ein neues. Mein Gott, manchmal ist so, manchmal ist so, ne? Bei GTA hätte es geheißen, so, du hast es versaut und kannst es nochmal neu starten. Hier kriegst du eine komplett neue Mission. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Alter, ich fahre jetzt hier geradeaus, ey, Schnurze voll. Die mich mal lang leiten wollen. So, wir sind da. Wir sind da. Rette sie vor den Gangstern. Hier war ich doch schon mal drin. Unsere Spielerin ist irgendwo in der Gegend. Und aus dem zu schließen, wie sowas normalerweise abläuft, in Lebensgefahr. Geh schleunigst zu ihr. So, zwei mit ein. Was ist denn da? Hier sind relativ viele. So, das ist das Hauptding, oder? Schade, schade, schade. Die musst du alle, musst du die so andingsen. Oh, was ist das denn? Ein Key? Gut, dann komme ich da schon mal rein. Und sie muss irgendwie... Die Geisel ist hier. Hol die Frau raus. Hauptsache ich kill die Geisel nicht, Alter. Was ist das da? Achso, das ist ein Cam. Warum kann ich da nichts machen, ey? Gut. Warte mal. So, jetzt machen wir hier Halligalli, Alter. Jetzt hätte ich die Schnauze voll. Ich lass mich nicht mehr verarschen. Die machen wir jetzt. Die machen wir jetzt alle platt hier. Die mache ich jetzt alle platt. Was für ein Risiko gehe ich nicht ein. Noch jemand ohne Fahrschein? So. Das entsperren wir erstmal. Dann können wir schon mal die ganzen Türen aufmachen. Riskiere einen Blick, komm lieber runter da. Ja, man sieht den Profi. Noch jemand? Gibt es hier noch irgendwas da hinten? Das ist noch ein Paket. Können wir uns mal kurz snatchen? Snatching? Wo ist es denn?
Eigentlich müsste es direkt vor mir sein. Dann ist es wahrscheinlich... Dann ist es wahrscheinlich draußen irgendwo. So, ich hol jetzt die Geisel. So, komm raus hier. Follow me. Hilfe, bitte. Ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Los, 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 los. Wir gehen hier auf den direkten Weg raus. So. Okay. Ich hab sie befreit. Kannst du gerne ins Auto einsteigen, wenn du willst. Wir sollten lieber mal nachsehen. So, sprich mit Hannah. Achso, mit der soll ich sprechen? Lul. Mitten auf der Straße. War das die Security-Tusse? Alles okay? Ich bitte dich, alles lief genau nach meinem Plan. Zuerst jedenfalls. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, die wären genauso dumm, wie sie aussehen. Verdammt. Was meinst du? Die Schulden waren Absicht. Sie sollten mich holen, damit ich sie mit einem kryptostehenden Virus infizieren konnte. Mhm. Leider habe ich mich verrechnet. Kriminelle sind gewaltbereiter, als ich dachte. Ach nee. Na, dann mach es doch besser. Wenn du mein Virus hochladen kannst, gebe ich dir einen Anteil am Gewinn. Ah. Geht klar. Ah. Okay. Sie hat also ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Das nenne ich einen hohen Einsatz. Helfen wir ihr. Sie ist bestimmt eine gute Rekrutin. Ich habe einen Kelly-Lieutenant gefunden, der schon seit der Schule für alles dasselbe Passwort benutzt. Wäre ein gutes Ziel für den Kryptovirus. Ich schicke dir seine Daten. So, wo muss ich jetzt hin? Lade den Kryptovirus hoch. Alter, die wollen mich doch trollen, oder? Da muss ich komplett wieder einmal durch die Stadt. Aber da war ich noch nicht. Deswegen... Let's go. Let's go, go, go. Einmal durch die Stadt. Was geht ab? Also hier war ich schon mal. Deswegen fahre ich hier unten lang. Ich lasse mich nicht nochmal verarschen. So, jetzt eigentlich nur noch geradeaus, ne? Alter, ich will auch mal so einen Sportwagen haben. Wo sind eigentlich meine Vorbesteller-Boni? Jetzt hätte ich fast Bonusus gesagt. Bonusus. Bonus. Bus. Macht Platz da. Uff. Uff. Oh, das war ein Bulle. Ein Polizist. Krankenwagen lassen wir mal. Wir machen den Weg frei. Watchdogs. Lui. Alter, ich fahre hier mit so einem... Mit so... Guck, meine Scheibe, die ist total dreckig. Das ist ein Ding, dass ich überhaupt was sehe, ey. Alter, wo fährt der denn mich hier wieder? Hier. So. Ich fahre hier mitten durch die Wallerei, ey. Ich fahre, wie ich will. Das sind meine Straßen. So, dann sind wir ja gleich da. Ich guck mal, wie ich das mache mit dem Virus. Vielleicht wieder mit der Spinne. Oh. Oh. Ui. Ui. Das war noch ein Polizist. So, da einmal da rum. So, und hier ist es dann. Das Ziel für den Kryptodiebstahl ist hier irgendwo. Verstanden. Ja. Ist hier wirklich irgendwo? Ich glaube, da drin. Das ist noch ein guter. Wo ist denn hier eine Kamera? Ah. Das ist er. Mach dich bereit für den Virus-Upload. Okay. So, jetzt habe ich die erstmal abgelenkt. Scheiße, ich komme da nicht hoch.
Jetzt habe ich die natürlich alle zu mir gelockt, hier die... Die Typen. Ich komme da nicht rüber. Ist da irgendwie... So, auf jeden Fall bin ich jetzt drin. So, und hier ist der Typ. Lade den Virus hoch. So, gucke mal, da bin ich doch schon da. So macht man das. Man geht da rein mit dem, wie heißt das Ding? Hier mit dem, Spinnenteil. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Virusinstallation so. Abgeschlossen. Da wird sie sich freuen. Lassen wir sie die gute Nachricht wissen, ja? Ist erledigt. So. Ja, ich sehe es. Mein Virus arbeitet sogar noch schneller als erwartet. Ich bin eben einfach brillant. Ja, okay, du hast auch ein kleines bisschen beigetragen. Ich sollte mich wohl bedanken. Ich bedanke dich immer. Ich weiß, das hört sich verrückt an und so, aber ich denke, du würdest genau zu DedSec passen, ja? Hui, was eine Mission. Was eine Mission. Dabei. Sie ist dabei. Nice. Rekrutiere Hannah Slattery. Perfekt. Zum Wechseln gedrückt halten. Ja, das machen wir dann. Wir haben jemanden von Albion in unserem Reihen. Sagen wir Bescheid, dass es soweit ist. Ah, es ist soweit. Es ist soweit. Also es ist fast soweit. Alles klar. So Leute, dann würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Mal, wo es dann genau hier weitergeht. Falls ihr mich mal live erleben wollt, könnt ihr gerne mal auf twitch.tv/trilonax vorbeischauen. Oder ihr benutzt einfach den Link in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und einen Kommentar. Das ist komplett kostenlos für euch, hilft mir sehr. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.